Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich 5 krasse Halloween-Outfits zum Nachmachen für euch. Jedes dieser Outfits wurde mir von einigen Abonnenten gezeichnet. Dann habe ich mir gedacht, die Outfits sehen wirklich richtig krass aus und die Abonnenten haben sich da echt viel Mühe gegeben, diese Outfits für euch zusammenzustellen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich darüber mal ein Video. Jeder, der mir bei diesen Outfits geholfen hat, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ja gerne mal auschecken. Manche von denen sind echt gute kleine YouTuber, die echt mal eine Chance verdient haben. Aber ich würde sagen, lasst uns direkt mal mit dem ersten Outfit anfangen. Das erste Outfit ist das Outfit des Erzfeindes von Batman, nämlich das des Jokers. Und dafür müssen wir jetzt zunächst einmal zum Friseur gehen. Und dort müssen wir uns jetzt eine neue Frisur zulegen, nämlich die Frisur Kurzhaarschnitt mit der Farbe Nummer 39 in Grün. Als nächstes brauchen wir eine Gesichtsbemalung. Diese heißt Leidender Dämon. Und dort brauchen wir die Deckkraft von 100%. Abschließend gehen wir noch in die Kategorie Lippenstift. Und dort holen wir uns jetzt den Lippenstift Verwischt mit der Farbe Nummer 23 und einer Deckkraft von 100%. Als nächstes begeben wir uns zu irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft und dort fangen wir jetzt bei den Schuhen an. Dort gehen wir nämlich jetzt in die Kategorie elegante Schuhe und dort holen wir uns jetzt die ganz schwarzen Oxfords. Als nächstes gehen wir mal rüber zu den Hosen und dort in die Kategorie Anzugshosen und dort holen wir uns jetzt die lila schlanke Hose. Als nächstes begeben wir uns zu den Oberteilen und dort gehen wir jetzt in die Kategorie Sakko und dort holen wir uns jetzt das lila Sakko. Als nächstes geht es weiter zu den Geschäftshemden und dort holen wir uns jetzt das weiße Anzugshemd. Abschließend geht es noch rüber zu den Accessoires und dort gehen wir jetzt in die Kategorie Krawatten und dort ziehen wir uns jetzt die grüne Fliege an. Abschließend geht es dann noch rüber zu den Handschuhen und dort holen wir uns jetzt die weißen Chirurgenhandschuhe und et voilà, das Outfit des Jokers ist nun komplett fertig. Das Ganze können wir jetzt noch bei der Kassiererin an der Kasse abspeichern, so dass wir das Outfit immer tragen können. Das nächste Outfit ist das Outfit der Billy-Puppe aus den Saw-Filmen und da führt uns der erste Weg jetzt erstmal wieder zum Friseur, denn dort müssen wir uns jetzt eine bestimmte Frisur zulegen, nämlich die Langhaarfrisur in Schwarz mit der Farbe Nummer 43. Als nächstes führt uns der Weg zum Maskenladen und dort müssen wir uns jetzt eine ganz bestimmte Maske kaufen, nämlich die Steinkrieger-Maske. Abschließend begeben wir uns noch zu irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft und dort fangen wir jetzt wieder bei den Schuhen an und dort gehen wir jetzt in die Kategorie Leinenschuhe. Und dort holen wir uns jetzt die roten Leinenschuhe. Als nächstes gehen wir rüber zu den Hosen, denn dort holen wir uns jetzt eine Anzugshose, nämlich die schwarze Knitterhose. Danach gehen wir zu den Oberteilen und da gehen wir jetzt wieder in die Kategorie Sakkos und da holen wir uns jetzt das schiefergraue Sakko. Und danach gehen wir zu den Geschäftshemden und ziehen uns ganz einfach das weiße Hemd an. Abschließend gehen wir jetzt noch zu den Accessoires und gehen jetzt in die Kategorie Krawatten und dort holen wir uns jetzt noch die rote Fliege. Und danach gehen wir noch in die Kategorie Handschuhe und holen uns die weißen Chirurgenhandschuhe. Und boom, das Saw-Outfit ist komplett fertig. Mein Tipp noch an dieser Stelle hier, gönnt euch ein BMX und drive damit durch die Lobby und dann habt ihr das perfekte Saw-Outfit.
Das nächste Outfit ist das Outfit eines Killer-Clownes und dieses Outfit können wir uns richtig schnell zusammenstellen, da wir dafür nur drei verschiedene Sachen brauchen. Zunächst einmal begeben wir uns jetzt zu einem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft und gehen dort zur Kassiererin an der Kasse und gehen dann dort auf die Raubüberfall-Overalls und dort holen wir uns jetzt den gelben Overall. Haben wir das jetzt gemacht, führt uns der nächste Weg zum Maskenladen und dort holen wir uns jetzt eine bestimmte Maske. Diese finden wir in der Kategorie Charaktere und diese Maske nennt sich Clown-Plastik-Gesicht. Und wenn wir die jetzt haben, führt uns der letzte Weg noch zum Friseur, denn dort müssen wir uns eine neue Frisur zulegen. Diese nennt sich Zottellocken und diese nehmen wir dann auch in der Farbe 22, sprich in Rot. Und evola, das Clown-Killer-Outfit ist auch schon komplett fertig. Das nächste Outfit gehört der Horrorlegende schlechthin, nämlich Freddy Krüger. Dafür begeben wir uns jetzt als allererstes mal wieder zu einem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft und dort fangen wir jetzt mit den Hosen einmal an. Dort gehen wir nämlich jetzt in die Kategorie Jeans und dort holen wir uns jetzt die schwarze Engel Jeans. Danach führt uns der Weg zu den Oberteilen und dort gehen wir jetzt in die Kategorie Arbeitshemden und dort holen wir uns jetzt das rote Breitkarohemd. Danach geht es weiter zu den Schuhen, nämlich in die Kategorie Stiefel und dort holen wir uns jetzt die schwarzen Gurtstiefel. Abschließend gehen wir dann noch rüber zu den Accessoires und gehen dann dort in die Kategorie Handschuhe und dort holen wir uns jetzt die schwarzen Wollhandschuhe. Danach geht es dann weiter zum Maskenladen und dort holen wir uns jetzt eine Maske aus der Kategorie Monster, nämlich die Maske Weißer Brandpsycho. Und wenn wir die jetzt haben, begeben wir uns jetzt dann zum Pier, dort in der Nähe, wo auch das Riesenrad ist. Und dort müssen wir jetzt den Maskehut-Brille-Glitch machen. Dafür stellen wir uns jetzt neben das Teleskop, so in etwa wie ich das hier im Video mache, und drücken die Pfeiltaste nach rechts und die Vierecktaste gleichzeitig, um über die Absperrung drüber zu springen, so dass das Spiel aber dennoch denkt, dass wir durch das Teleskop gucken und an dieser Stelle wird dann nämlich auch die Maske despawnen. Nun öffnen wir ganz einfach unser Interaktionsmenü und gehen in die Accessoires rein und dort ziehen wir uns jetzt noch einen bestimmten Hut an. Dieser heißt schwarzer Fedora mit lila Band und wenn wir diesen jetzt angezogen haben, machen wir ganz einfach unser Interaktionsmenü zu und laufen vom Teleskop weg und die Maske kommt wieder zurückgespawnt und boom, das Freddy Outfit ist nun komplett fertig. Das fünfte und letzte Outfit des heutigen Videos ist das Outfit der Vogelscheuche. Dafür müssen wir jetzt als allererstes mal wieder zum Maskenladen und uns eine bestimmte Maske aus der Kategorie Monster zulegen, nämlich den bösartigen Kürbis. Wenn wir das gemacht haben, begeben wir uns wieder zu irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft und dort fangen wir wieder bei den Hosen an, denn dort holen wir uns jetzt in der Kategorie Anzughose die schwarze Hose. Weiter geht's dann zu den Oberteilen und dort holen wir uns jetzt unter Sakkos die schwarze gekrempelte Jacke. Weiter geht es dann bei den Anzugswesten. Dort holen wir uns nämlich jetzt die cremefarbene Anzugsweste. Danach begeben wir uns dann zu den Schuhen und holen uns dann in der Kategorie elegante Schuhe die schwarzen Slipper. Danach geht es dann weiter zu den Accessoires und dort holen wir uns jetzt in der Kategorie Krawatte die orangene karierte Fliege. Danach geht es dann noch in die Handschuhe und dort holen wir uns dann die schwarzen fingerlosen Handschuhe. Danach müssen wir dann wieder zum Pier, um den Maskehut Brille Glitch zu machen. Ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, wie ihr diesen Glitch machen müsst. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Jedenfalls müssen wir uns jetzt noch auf die Maske dann den schwarzen Zylinder glitschen und fertig ist das Outfit der Vogelscheuche. Nun gut Leute, ich bin aber auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Ich hoffe die Outfits haben euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches der 5 Outfits euch am besten gefallen hat. Mich würde es an dieser Stelle auch wieder übelst freuen, wenn ihr den Like-Button so richtig verprügeln würdet. Ich denke mal 400 Likes sind für diese krassen Outfits auf jeden Fall drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.